Ich glaube, hier kann man einsteigen, wenn ich mich nicht irre. Heißt der Baska. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car. So, wir flitzen mal ganz kurz nach draußen. Der war, glaube ich, leer. Richtig, sehr gut. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was sich in der Garage getan hat. Gut, also die Flaschen können wir leider nicht sortieren. Wir können die Lampe noch wegräumen. Die hat sich nämlich auch nicht wirklich bewegt. So, die legen wir mal hier vorne rein. Weil letztendlich ist das Regal ja dafür da, ne? Hier kann man die Batterie im Übrigen laden. Hier ist der Hammer. So, das, was wir jetzt tun werden, ist folgendes. Wir werden unseren Arsch jetzt in Richtung, hier Dingens bewegen. Wie heißt es? Zum Kombi. So, wir wollen den fetten Spoiler haben. Die Komplettausrüstung. Diese wunderschönen Felgen. Hiervon definitiv gar nichts. Das da wollen wir haben. Dann wollen wir das. Was ist das? Wofür ist das? Keine Ahnung. Nitro-Einspritzung wollen wir natürlich auch haben. Rennsitze. Alles, was das Herz begehrt. Und die neue Federung. So. So, den Brief nehmen wir direkt nämlich mit. Wenn wir einmal unterwegs sind, dann können wir das auch direkt machen. So. Der Brief liegt drin, ne? Das ist das Wichtigste. Zack. Zack, Werkzeugkasten zum Autoknacken haben wir auch dabei. So, jetzt werden wir nochmal trinken. Sehr gut. Noch mal ganz kurz in ein paar Würstchen reinbeißen. So, wir sind fit. Fit. Was war nochmal fettig? Schlafen. Wir müssen pennen. Scheiße. Huch. Ich wollte eigentlich pinkeln. Okay, ich pinkel schon. Ich bin Bettnester. Tut mir leid. So, so, der Rest ist alles vollkommen in Ordnung. Ich meine, es ist natürlich jetzt nicht so, der kann das Auto zu pissen, aber... Ja, was soll man tun? Meine Güte. So, ein bisschen Licht. So, ein bisschen Radio laufen lassen. Für die Stimmung. Jetzt kurz warten, bis der sich hier fängt. Ah, ist schon passiert, super. So. So. Dann werden wir jetzt einmal zum Kombi fahren. Dann werden wir den Kombi abholen. Und zur Tankstelle fahren. Wir nehmen natürlich das Werkzeug mit, weil sonst haben wir halt die Arschkarte wieder. Und wenn wir dann da sind an der Tanke, weiß ich nicht, ob die Tankstelle auf hat oder eben nicht, aber es ist nicht schlimm, wir haben das Werkzeug dabei. Das heißt, wir können dort im Notfall speichern. Wir werden den Brief einwerfen, wir werden die Sachen also bestellen, die wir gerade eben ausgewählt haben und dann gucken wir mal weiter, was wir genau dann ja, mit unserer... falsche Richtung. Ich wollte eigentlich den Sound ganz aus haben. Was wir dann mit unserer wertvollen Zeit hier im Summercar noch anfangen können. Wir müssen noch ein bisschen Holz hacken, Vorrat sammeln für den nächsten Anruf. Falls wir jetzt öfters zu Hause sind oder so und den Wagen umbauen, kommen bestimmt ein paar Anrufe für Holz, für ja, hier Dingens aussaugen und so. Also ich denke mal, wir werden noch genug zu tun haben, bis wir letztendlich, ja, wie soll ich sagen, fertig sind, auch mit dem Fahrzeug. Die Umbauarbeiten werden einige Minuten dauern. Ich denke mal, so 2-3 Folgen werde ich mir Zeit lassen, um einfach wirklich das Fahrzeug zu 100% fertiggestellt zu haben und nicht so ein Mischmasch oder so, weil das wäre dann, naja, auch nicht gerade das, was wir möchten, ne? Von daher, so, ich werde aber einen anderen Weg fahren als der letzte beschriebene Weg. Und zwar werde ich nicht links abbiegen, direkt Richtung Flat Cherry, sondern ich werde die Autobahn nehmen. Die ist deutlich schneller.
Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Autobahn natürlich die Vorteilsstrecke überhaupt ist. Mittlerweile komme ich mit der Lenkung sehr gut klar. Dadurch natürlich auch, dass das Force Feedback besser geworden ist. Es macht einfach dadurch viel mehr Spaß. Also das habe ich ja in den letzten Parts schon erklärt. Und am Ende des Videos habt ihr im Übrigen die Möglichkeit, nochmal eins der letzten Videos zu sehen oder eben auf die Playlist zu gehen, um zu gucken, vielleicht gefällt euch ein Video und ihr wollt es nochmal sehen. So, ich biege jetzt auf gut Glück ab. Hab jetzt mal nicht geguckt, aber im Normalfall ist um die Uhrzeit eh nichts mehr los. Ich bin gespannt, wie schnell die Lieferung bei uns zu Hause angekommen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, morgen, also Dienstag, kommt meine Bestellung von eBay an. Und zwar habe ich mir Watch Dogs 2 geholt für die PS4 mit einer Figur. Ja, da wollte ich auch ein Unpacking zu machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das auch gerne mal anschauen. Und dann wird mein Schrank hinter mir endlich um eine weitere Figur bereichert. Demnächst wird auch Noppenschaum gekauft. Dieser wird dann an der Wand platziert, damit das auch alles endlich mal abgeschirmter ist und nicht mehr so dezent hallend ist. Also ich habe immer so einen kleinen Hall in der Stimme und den möchte ich gerne loswerden und ich glaube, damit könnte es funktionieren. Ich meine, der Raum wird dann arschdunkel. Da wird dann Mitte des Jahres entgegengewirkt mit einer LED-Lampe an der Decke und dann kann man sich Gedanken machen, vielleicht einen Greenscreen aufzuhängen, weil jetzt ist einfach die Möglichkeit nicht gegeben, weil es viel zu dunkel ist. Ich habe da wirklich keine Chance, irgendwie gegenzuwirken. Und von daher rate ich mir gerade momentan selber einfach davon ab, einen Greenscreen aufzuhängen. Es würde einfach, ja, technisch keinen Sinn ergeben, wisst ihr? Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir bei Flattery ankommen. Und dann nachschauen, wo wir denn hin müssen. Also in dem Fall müssen wir hier rechts rum. Ich meine, Geld haben wir ja zum Glück genug. Im Notfall gehen wir halt genug arbeiten, falls das Geld irgendwann mal knapp wird. Aber bis jetzt, die 70.000, die halten sich erstmal ein paar Tage, bevor wir hier irgendwas machen müssen. Die Federung vom LKW, glaube ich, wurde auch überarbeitet. Die Federung federt super geil und sehr weich sogar ab. Und das ist natürlich richtig nice. Vor allen Dingen hier in diesem Gebiet, wo es einfach mal sehr hubbelig hergeht. Ne? Das ist schon geil. Gefällt mir. Aber es ist immerhin noch sehr, sehr gefährlich, mit solch einer Geschwindigkeit hier durchzudüsen. Weil man immer bedenken muss, es ist immer noch der Permdeath an. Heißt, wenn wir sterben, sterben wir. Müssen von vorne anfangen. Natürlich ist die Alt-F4-Funktion, also Möglichkeit, in dem Falle die beste, aber natürlich auch die nervigste. Weil man muss halt schon rechtzeitig drücken, ansonsten ist man einfach, ist der Spielstand einfach im Arsch. Und das möchte ich dann schon irgendwie vermeiden. So, ich glaube, hier vorne müsste es jetzt gleich links gehen. Irgendwann. Nicht? Hier noch nicht? Ah, da vorne. Da vorne geht es jetzt links. Ja, und hier finden wir dann endlich unseren Kombi. Ein bisschen hubbelig die Fahrt, aber meine Güte. So, wir werden hier vorne parken. Guter Stellplatz, würde ich sagen. Wir waren auch im Übrigen gar nicht wieder angeschnallt, also naja. Okay, der Brief ist noch drin. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt wieder der Super-GAU gewesen, wenn der weg wäre.
So. Einmal bücken. Schraubenzieher. So. Da ist die gute Karre. Die übrigens einen sehr geilen Sound hat. Muss ich schon sagen, was die Türen angeht und alles. Hammer. So. Karre ist an, sehr gut. Mal kurz gucken. So. Auch sehr gut. Funktioniert also. Okay. Warum sind die jetzt abgekackt? So. Kurz anhalten. Handbremse ziehen. Ich mache die Karre jetzt ganz kurz nicht aus. So, einmal ganz schnell Werkzeugkasten. Den Wagen lassen wir hier stehen, den holen wir nachher ab mit dem Mofa oder so. Wichtig ist, wie gesagt, der Brief. So, alle Türen sind bombenfest. So, Brief ist auch drin. Zack. Zack. So, schön durch die Nacht jetzt hier mit unserem neuen Kombi. Ah, der Sound, der ist schon schön kernig. Es ist halt sehr gefährlich wegen dem Sprit. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Moment, wo wir die Karre auch tunen können. Das wird noch ganz bestimmt kommen. Ich meine, die Karre ist jetzt nicht so geil gefedert oder so, wie... Achso, hier gibt es noch keine Gurte, sehe ich gerade. Naja, macht nichts. Also die Karre hier ist noch nicht so gut gefedert wie jetzt... wie unser Lieferwagen von gerade. Es wäre auch zu schade, wenn der auch so geil gefedert wäre. Aber, naja. Schade drum, ne? Mal einen Schluck trinken hier. Aber es ist überhaupt geil. Irgendwie ein Frosch im Hals. Dass es ein neues Fahrzeug gibt. Und nicht so ein 0815-Ding, sondern direkt was Schickes. Ich wäre auch dafür, dass die Entwickler einen richtig geilen Sportwagen reinsetzen würden, den man vielleicht kaufen kann oder so. Oder so ein Autohaus, wo es verschiedene Fahrzeugmodelle gibt, mit einem authentischen, schönen Klang. Und wir sind da, sehr schön. Also bequem ist er nicht, aber er ist funktionell. Huch. Was passiert? So, wie wir hören, ist die Party hier voll im Gange. So, dann bringen wir den Brief endlich mal weg. So, ich glaube, er ist weg. Der Typ sieht uns ja eigentlich grundsätzlich, ne? Das ist der Hammer. Ich glaube, hier kann man einsteigen, wenn ich mich nicht irre. Heißt der Baska. Jetzt pinkeln.
glaube, hier konnte man rein dann, wenn man das Fahrzeug genau davor stellt, um das dann zu öffnen. Wir probieren es einfach mal, ob das klappt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so war das. Ich meine, jetzt machen wir uns zwar hier total unbeliebt, aber manche Situationen erfordern halt manche Wagnisse und unter anderem ist sowas hier so schlimm jetzt auch nicht. Zumindest hier im Spiel nicht. Wir dürfen halt nur nicht gesehen werden. So. Ich glaube, er hat es doch gesehen. Naja, passiert. So schlimm ist es jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass wir jetzt doch eine Anzeige bekommen oder so. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, Leute, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann, bleibt gesagt, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut, ciao.